Sie sind nicht nackt. Yo, ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody. In diesem Keller gefangen. Folge 7 wieder Liebe Among Us in Real Life. Let's go. Dun, 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 dun. Bisschen leiser wieder machen. Moon Vibe Creative New Media. Wir können gehen. Hier ist es alles gut. Es ist nichts gut. Ganz ehrlich, sehen nur Scheiß Villa der Liebe. Fick dich. Mann, wir haben alles abgesucht. Wir haben Rot nicht gefunden. So, Leute. Nichts. Ja, oh ja, stimmt. Was hast du gemacht? Schwarz. Ich was hast du gemacht? Oh oh. Intro nervt schon ein bisschen, muss ich sagen. Oh, das Fenster ist cool, bei Dr. Strange so ein bisschen, ne? Schwarz, ich erwarte immer noch eine Erklärung von dir, wieso die Sachen von Rot bei dir im Bett lagen. Okay. Ich erkläre mich jetzt ein letztes Mal. Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand muss mir die Klamotten untergejubelt haben. Denkt ihr ernsthaft? Ich bin so dumm. Und löse Lina in meinem Bett auf. Denkt ihr, ich bin so dumm? Ja. Ihr werdet alle Idioten, wenn ihr das... Ah, ich glaube, weil Schwarz hat auch mit einer anderen geflirty-murdied, oder nicht? Nee, wer war das? Doch. War doch irgendwas mit Schwarz. Und Blau steht doch auf ihn. Und eigentlich war ihre Aufgabe ja, Schwarz rauszuvoten. Vielleicht ist das ihr Move jetzt gewesen, Rot aufzulösen, weil sie Imposter ist. Um dann... Rot und dann Schwarz die Schuld zu schieben, dass Rot rausgewortet wird. Schwarz rausgewortet wird. So dumm, ihr werdet alle Idioten, wenn ihr das glaubt. Und du denkst, wir sind so dumm, oder? Was? Weißt du, was ich denke? Ich denke, du wirst die ganze Zeit nur selber von dir ablenken. Und es ist ja total unrealistisch, dass man sich selber was unterjubelt. Ja? Also, ich glaube, das ist alles nur deine Scheiß-Taktik. Wer ist meine Meinung? Sorry. Ja, ist die Mehrheit. Du bist raus, Mann. Okay, interessant. Ja, Orange. Orange habt ihr ja einfach rausbekommen hier, ne? In den Keller gestopft. Aber mich? Ich bekomm den nicht so leicht raus. Ich bin kein Verfickter! Ich bin kein Verfickter! Lass mich sofort! Wir werden das behalten! Wir werden sterben! Er war's locker nicht. Er war's nicht. Weg? Okay, ich sehe nichts mehr. Er war's nicht. Willst du nicht eigentlich jetzt irgendwie so in den Zaun kommen? Doch, doch, kommt jetzt. Warte. Kommt nicht, weil das nicht war. Ja, aber da kommt nichts. Er war's nicht. Fuck, Leute. Er war kein Verräter. Scheiße. Tja. War ja echt klar. Aber keiner hört auf mich. Keiner hört auf mich. Das ergibt absolut keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Orange, dunkelgrün, braun, rot, rot lag. Es lag in Schwarzbett und schwarz ist es nicht. Weiß schwarz du? War es nicht. Beruhig dich, Weiß. Ich glaube einfach nicht, dass jeder mir sagt, ich soll mich beruhigen. Ich habe das Gefühl, jeder von euch unterschätzt die gesamte Situation. Hier könnte irgendein Psycho sein und die Leute abstechen, die aufgelöst weiß, werden. Und wir wissen gar nicht. Hör auf! Hör auf, mir zu sagen! Die haben wahrscheinlich vorher auf Instagram gesagt, yo, wir gehen jetzt zu diesem Event, woo, wir können das Handy nicht mitnehmen. Ja, 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 da ist die Adresse und ihr werdet garantiert nicht wissen, dass wir weg sind, wenn wir alle tot sind. Nee, was war das denn jetzt gerade? Nee, ihr werdet auf jeden Fall nicht merken, dass wir nie wiederkommen nach dieser Zeit. Woo, werdet ihr nicht merken, die Polizei wird auch nicht kommen und wissen, dass wir sind. Nein, weil wir auch keine Verwandten und Freunde haben, die mir gesagt haben, dass wir genau dahin gehen. Nein! Ach Mann, ey, irgendwie aus der Rede regt sich gerade künstlich über sowas auf, ey. Wenn du Leute umbringen willst, glaube ich, die schlechteste Idee, Influencer einzuladen, die umzubringen. Weil die, da wissen es bestimmt ein paar tausend Menschen, wo die sind. Wir wissen nicht, wer es ist. Schwarz war es nicht und das ergibt gar keinen Sinn. Rot war nämlich, die Klamotten waren in seinem Bett. Regina! Beruhig dich, bitte. Es wird dir nichts passieren, ich verspreche es dir, okay? Wie kannst du sowas versprechen? Weil er Imposter ist. Vertrau mir, ja? Er ist Imposter. Er ist es. Er hat's gehört. Vertrau mir.
Guten Morgen. Hi, guten Morgen. Boah, ich habe die Nacht so scheiße geschlafen. Ich habe, glaube ich, Schwarz einfach Unrecht angetan. Ich weiß nicht, ich habe mir die ganze Zeit Vorwürfe gemacht, weil ich ihn, glaube ich, total zu Unrecht da unten reingeschickt habe. Ja. Und wir einfach, glaube ich, alle nur Opfer des Spiels sind und er es gar nicht verdient hat, da unten zu sein. Ja. Mama, die nicht so fertig. Ja, doch. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Wir sollten den richtigen Verräter entlarven. Hä? Hast du denn schon einen Verdacht? Krasse Idee. Heftige Idee, die sie da gehabt hat. Sie sollen nicht, sie müssen jetzt den richtigen entlarven. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das der Sinn des Spiels vielleicht sogar ist. Oh, heftig, stimmt. Ich habe da so eine Idee, weil mir ist was aufgefallen. Ja. Hellgrün war immer nicht dabei. Echt? Du willst wirklich deinen Verlobte verdächtigen? Oh. Mhm. Oh, oh. Da ist der Beef wohl eskaliert hier. Jetzt will sie sich das schon auflösen lassen. Ich kann jetzt weiter killen lassen, der echt zu dir. Warum steht da mein Mann? Oh Gott. Ich hab mir mal ein bisschen Gedanken gemacht. Das ist sinnvoll, weil uns das mit Schwarz, was uns da passiert, das nicht nochmal passieren darf, denn das ist ein Riesenproblem. Wir haben noch einen Imposter. Den letzten Imposter müssen wir klug wählen. Du machst mir Angst. Wenn wir den Falschen wählen, dann sind wir weniger in der Crew und hat der Imposter noch mehr Macht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir weise vorgehen. Deswegen habe ich hier eine kleine Pro- und Kontraliste gemacht. Für jeden Einzelnen. Und ich glaube, man muss die Sache nur verstehen. Und ich hab schon was herausgefunden. Warte kurz, ich habe die Lösung für dein Problem. Du brauchst nicht mehr zu suchen. Ich weiß, wer die letzte Verräterin ist. Ich glaube, ich weiß es. Verräterin? Auch. Gut, es ist meine Verlobte Ina. Gelb. Ja, ist es nicht pink? Ja. Warum hat sie das? Wo weiß sie das? Definitiv Ina. Gelb. Wo weiß sie das? Woher? Okay. Woher? Hä? Wo willst du wissen, dass sie ist? Also ich muss auf jeden Fall, dass eine von den beiden das ist, aber will sie loshaben? Aus welchem Grund? Damit sie nicht mit ihr Sex haben kann aus Versehen? Dass sie sonst ihre Aufgabe nicht besteht? Du Gelb und ich wollen uns was zu essen machen. Möchtest du auch was? Nee, ganz ehrlich, seit gestern ist mir der Appetit ein bisschen vergangen. Es tut mir leid, weißt du, ich weiß, du mochtest Schwarz und ich mochte ihn auch irgendwie, aber es geht halt irgendwie um 1 Million Euro. Mein Gott, können bitte einfach alle aufhören, über dieses scheiß Geld zu reden? Warum geht's euch nur ums Geld? Ich check's langsam nicht mehr, das ist kein Spiel mehr. Das sollte ein Spiel sein, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ein soziales Experiment, in dem einfach nur geguckt wird, in was für Abgründe sich Menschen stürzen, wegen ihrer scheiß Habgier. Ganz ehrlich, du kannst gerne weiter Leute in die Kellertür schmeißen, aber ich bin da raus. Hey, sorry, du bist doch nur so sauer, weil du jetzt deine scheiß Aufgabe nicht mehr erledigen kannst. Okay, ja. Vielleicht ist es meine Aufgabe. Und vielleicht habe ich jetzt schon verloren und habe meine Aufgabe verkackt. Aber bei Schwarz hast ganz alleine du verkackt. Hm. Aber hat sie nicht echt gewonnen? Weil ihre Aufgabe war es doch, Schwarz rauszuvoten. Hat sie ja gemacht. Also hat sie doch gewonnen. Es muss Gelb sein. Warum? Als die anderen aufgelöst wurden. Sie war nie dabei oder als Pink eingesperrt wurde, weißt du? Okay, bei Dunkelgrün, da habe ich gelogen. Aber ich dachte nicht, dass meine Verlobte sowas machen kann, weißt du? Du musst mir vertrauen. Sie ist die letzte Verräterin. Wir müssen was dagegen unternehmen. Die letzte Verräterin? Die letzte Verräterin. Ich musste von Gesprächsfetzen erzählen, den ich gehört habe gestern, als ich vor der Tür... Ich habe vor der Tür von Weiß und Violett gestanden, mehr oder weniger zufällig gelauscht. Und ich habe aufgeschnappt, wie Violett zu Weiß gesagt hat, dass er gewährleisten will, dass ihr nichts passiert. Verstehst du? Er hat dir das angeboten. Und wie meinst du? Es gibt im Grunde nur eine Person, die ganz sicher anbieten kann, dass einer anderen Person nichts passiert, und das ist der Imposter. Ja, Imposter. Violett könnte der Imposter sein. Du kleine Ratte. Ich hab alles gehört, der Scheiße belauscht zu werden, hä? Hä, der hat's ja alles gehört, die flüstern so leise und er platzt dann, ist er da, hat er nicht wirklich gestanden, ihn belauscht? Ja, wie die Lehrerin aus Trassassenfahrt, ne? Die Wände sind echt dünn. Hey, entspann dich. Wow. Soll ich mich entschuldigen, dass ich hier mitmache bei dem Spiel? Das sind die Regeln des Turniers, so ist das. Das sind die Regeln? Sind die Regeln auch, dass du hier so ein abgefucktes Spiel spielst? Hä? Ja. Hä? Ja. Digga, geh mir nicht auf den Sack, okay? Lass mich einfach in Ruhe. Und Weiß auch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Ich alle einsam. Das ist ja gut ausgegangen. Orange, es bringt nichts. Hä? Sie lebt noch. Ich nicht orange. Mann!
Oh, die sind im Keller. Wir sehen die gerade, dass sie im Keller sind. Und sie sind nicht nackt. Ah, Jonas hat gestreamsniped, yo. Also wird es nichts. Wenn es so weit geht, müssen wir uns selbst essen. Ich esse hier niemanden. Oh, sie wird wach. Okay, Lina, bleib cool. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Wo sind wir? In der Hölle. In der Hölle. Beste Beschreibung, da freut man sich ja. Wie Big Brother, wo die einen in dieser Villa wohnen, die anderen kommen dann so in dieses dreckige Teil davon rein. So sind die jetzt bei Big Brother in der schlechteren Abteilung drin. Aber cool, dass wir jetzt nächste Folge erfahren, was die im Keller so machen. Dass die leben noch, dass die nicht weg sind, RIP sind, wie auch immer. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass Schwarz nicht ist und dass es Lila sein könnte, weil er so gedroht hat. Yo, ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody.